Herzlich willkommen auf dem YouTube-Channel Herr Dark zu einem neuen Festival-Video. Man glaubt es kaum, wir sind schon wieder auf dem Weg und zwar zum Metal im Void. Das Metal im Void ist tatsächlich ein sehr, sehr kleines Festival. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Tickets das es insgesamt gibt, aber so viele scheinen es nicht gewesen zu sein. Es war aber ausverkauft, es ist jedes Jahr ausverkauft und es ist jedes Jahr sehr schnell ausverkauft, so wie ich das mitgekriegt habe. Das Ganze findet in Schrobenhausen statt. Die Veranstalter sind die Metal Maniacs aus Schrobenhausen. Das ist ein Verein, der sich um das Festival kümmert. Das Ganze ist nicht weit weg von uns. Wir fahren effektiv nicht einmal eine Stunde, dann sind wir da. Deshalb haben wir uns auch dahin begeben, weil wir gesagt haben, wir wollen das auf jeden Fall mal sehen. Angekommen in dem Wald, in dem das stattfindet, also im Endeffekt fahrt man durch den Wald ganz normal auf der Straße und irgendwann geht es rechts rein in einen Feldweg. Da ist natürlich auch beschildert, Metal im Wald, und dann fährst du da rein und kommst aber ja, an einem Acker raus. Bagelfeld ist da daneben, neben dem Parkplatz. Parkplatz und Campground sind getrennt. Mit einem Camper kannst du natürlich auf dem Parkplatz. Es ist nicht weit auseinander, also es sind effektiv 2 Minuten vom Parkplatz rein ins Infield, weil du musst durch das normale Camp durch ins Infield. Und das ist nicht irgendwie alles Freiplatz oder so, sondern in dieser Waldumgebung, wo das halt stattfindet, ist ein Sportheim. Und das ist eigentlich auf einem Fußballplatz. Genau, der Agostino Mas schreibt schon, weil der war mit uns dabei. Der Agostino Mas war dabei, der Sherman war dabei. Oh, wie ist deine Kinder wieder? Ein schöner Gruß. Zuerst meine Frau, weil ich habe letztes Mal vergessen. Oh, hast Ärger gekriegt? Nein, das nicht. Aber meine Tochter hat schon gesagt, ich freue mich schon aufs Video mit dir. Sehr aber gut. Ja, es kommen jetzt immer kurze Anfahrt und sehr schön darin. Ja. Metal im Wald. Für das, dass es so nah bei uns da war, finde ich schade, dass wir noch nie da waren. Ja, das stimmt. Sherman ist auch mit dabei. Jawohl. Frau Tag ist auch dabei. Was? Genau. Ja. Schauen wir dann, jetzt trinken wir erst einmal und dann schauen wir mal ins Infield, gell? Okay? Und wir waren zu viert quasi das Festival aufgemischt. Effektiv ist es auf dem Fußballplatz, auf dem Sportheimgelände quasi der Campground, der kleine, also ich rede jetzt mal von 20 Zelten, dann war das schon viel, ist tatsächlich sehr klein und viele haben auf jeden Fall im Auto pennt. Da hat man auch Pavillons aufstellen können, zumindest haben sie auch gemacht und haben da auch Partyzeit direkt neben uns gehabt. Was in der Früh dann ganz schön war, weil welches Lied werden wir als erster gehört haben? Guten Morgen, Sonnenschein. Wenn der Nachbar die Musik spielt, dann müssen wir aufstehen. Guten Morgen, Sonnenschein, natürlich in der Früh erst natürlich. Mal. Genau, das Ganze am Sportheim, also man kann sich das so vorstellen. Auf dem Campground. Nur zwei. Insgesamt habe ich aber nur 3 Dixies gesehen. Auch am Parkplatz war auch nur 1 Dixie. Hat soweit gelangt, bis am letzten Tag irgendein Vollidiot nicht gespielt hat. Dann war es wurscht, ob es voll war oder nicht. Da hat er nicht gespielt, das war kreislich. Wir sind dann angekommen und haben uns erstmal am Parkplatz, haben das Auto hergerichtet und haben dann erst einmal Checky-Dosen aufgemacht, natürlich. Also haben da erst einmal einen leicht vorglüht. Die ersten Bands haben wir sowieso verpasst. Also du gehst halt rein in das, auf den Platz, dann stehst erst einmal, dann siehst du ein großes Zelt, da sind Sitzgelegenheiten, dann siehst du ein großes Zelt, da ist der Getränkeausschank, also Schnaps und normal Getränkebar quasi gemischt, nur halt aufgeteilt, der macht das und der macht das. Dann war ein Zelt, da ist die Bühne drunter gewesen, das war immer so halb offen, also das war eigentlich eine halb offene, halb geschlossene Bühne. Und dann gab es nur eine Zeit, wo es Essen gegeben hat. Ein Verkaufsstand gab es noch, da waren wir sogar shoppen, weil ich habe mir gedacht, ich will jetzt auch shoppen, ich will im Podcast was erzählen können, deswegen muss ich jetzt shoppen. Ich mache Dinge nur noch, damit ich sie erzählen kann.
Vor dem Sportheim war auch noch so ein Biergarten aufgestellt. Der ist da wahrscheinlich immer, auch unabhängig vom Festival. Auf jeden Fall waren da noch sehr viele Sitzgelegenheiten und aufs Klo ist man halt ins Sportheim gegangen. Also man hat sanitäre Spülanlagen. Grundsätzlich muss ich sagen, da das ja nicht weit weg ist von uns, habe ich sehr viele Leute kennt. Das Wendelbeutel ist saugeil, wie jetzt schon. Ist jetzt das 8. Jahr, in das das Wendelbeutel geht. In Folge? Nur das dritte habe ich leider aussetzen müssen, weil ich im Krankenhaus gelegen bin. Aber sonst war ich jedes Jahr da. Ich habe es gesagt, das fühlt sich an wie so ein Dorffestcharakter. Das ist aber richtig brutal und in Metal. Also. War echt cool. Mein Fazit vorauszunehmen, definitiv werden wir da wieder hinfahren. Und wenn ich noch drauf habe, der auch sagt, er ist schon seit jeher auf dem Metal im Wald unterwegs, ist der Camping-Kurt vom Metal United. Der war auch da. Ja, da schau, guck. Also deswegen habe ich mal gesagt, ja, ich habe da Leute drauf, wo ich mir gedacht habe, wow, cool, schön, dass man euch da jetzt zufällig trifft. Musikalische Auswahl kann man nochmal drüber streiten, wenn ich jetzt so Bands wie Porn the Gore, glaube ich. Die habe ich mir so halb angeschaut und habe mir gedacht. Es gab vor Ort einen, am Schnapsabteil des Zeltes, sage ich jetzt mal, da gab es ein Whisky-Tasting. Big Pete? Big Pete, genau. Ja, kenne ich. Den kennst du? Okay. Richtig schön. Auf jeden Fall fand ich das cool, dass man da so ein Tasting machen kann. Ich habe natürlich Jackie Cola getrunken. Die Preise waren auch ganz normal human. Da das ja so ein kleines Dorffest ist, wird natürlich nicht mords aufgetischt, was Essen angeht. Da hat es halt gegeben und ich lese vor. Pasta Bolognese am Käsesandwich, Leberkassemme warm, Bratensemme mit Kraut, Braten, Kartoffelsalat und Kraut, zwei paar Wiener im Brot oder in der Semme, Currywurst mit Pommes. Ich habe Videos gemacht von dem, was ich gegessen habe, deshalb zeige ich euch das auf YouTube. Ich habe mir so ein Bolognese-Ding geholt und habe mir aber dann auch noch zusätzlich Currywurst geben lassen, die ich einfach mit auf die Nudeln draufgeklatscht habe, weil ich so Hunger gehabt habe. Und als Nachspeise gab es extra, da wo es Kaffee und Kuchen gab, einen Donutstand. Und das waren nicht irgendwelche so Donuts, sondern das waren Donuts. Voll schöne Donuts, also meiner war so ein Schokoladendonut mit noch so einem Duplo oben drauf, so am halben, also schön verziert und rot. Es war richtig geil. Mega lecker und ich glaube, ich habe zwei oder drei davon gegessen. Ich weiß nicht, ob man das als Highlight bezeichnen kann. Also die Bands waren natürlich alle sau cool. Eine Band habe ich dir noch geschickt. Bitterness. Hast du dir die angehört? Waren schon geile Bands da und wir haben auch in dem Zelt drin gefeiert und Rotting Empire natürlich das Highlight für mich. Ich war im Regionalfernsehen zu sehen, weil bei Metal im Void war der InTV da und hat da Leute interviewt und ich war so neben denen gestanden und der hat gerade so mit seiner Kamera rumgefuchtelt und ich so, was macht ihr da? Der Bericht ist schon online, da sieht man auch ein bisschen was über Metal im Void und
im Gegensatz zu irgendeiner anderen obiosen Doku, ist dieser Nachbericht eine Wonne. Was wollt ihr noch wissen vom Metal im Void? Was interessiert euch noch? Was habe ich jetzt vergessen? Ich finde keinen negativen Punkt. Du hast einen riesen Parkplatz. Also selbst wenn jeder nur am Parkplatz schlaufert hat, hättest du immer noch genügend Platz. Ich freue mich jetzt schon auf nächstes Jahr. Also da müssen wir auf jeden Fall miteinander hinfahren. Weil das ist, hat ja Potenzial für so ein familiäres Metal-Net-Ultras-Treffen so in der Art, weißt du?